Dietmar Wackesan ische bekanntes Gesicht im Schweizer Fernsehen. Sie ische talentierte Moderatorin, wo bekannt ist für ihre herzliche Art und ihre sympathische Stil. Die Zuschauer könne sie wo de SRF Gesundheitssendig Puls. Sie bringt ihr fröhliche Energie in Sendig. Sechte Interesse wurde Tama a Gesundheitsthemen gseht mehr i jedere Volk. Sie isch für de Zuschauer zu Ehre vertraute Informationschatti worde. Ihre Fähigkeit, komplexe medizinische Themen verständlich und prägnant zu erkläre, het ihre großes Lob i brocht. Im Engagement wurde Tama für vermittlich wo präzise und verlässliche Gesundheitsinformationen, merkt mehr ihre Motivation. Es isch Ehre wichtig, die Öffentlichkeit zu informiere und sie zu ermächtige, Verantwortung für ihre Gesundheit zu übernehmen. In ihre kürzlich ausgestrahlte Volk vor Puls hätte Tama Wackesan der Zuschauer eine freudige Nachricht überbringt. Sie hat verkündet, dass sie mit ihrem ersten Kind schwanger ist. Die Freude ihrer Stimme ist unverkennbar gsi, wo sie die Neuigkeit verkündet hat. Die Fans hei sich riesig für sie gefreut und hei soziale Medien mit Glückwünsch überschwemmt. Die Schwangerschaft wurde Tama isch ihr großes Thema unter dem Puls zu Eschauer worden. Sie hei ihre Reise mit großem Interesse und spannig verfolgt. Ihre Offenheit über ihre Erfahrige isch wie viele auf Resonanz gestossen. Die Tama hätt nicht devo zurückschreckt, auch über die Höhen und Tiefen vor der Schwangerschaftsrede. Die Tama Wackesan strahlt vor Glück, wo sie sich darauf vorbereitet, Mütter zu werden. Die Vorfreude ist in ihrer Stimme spürbar, wo sie über die bevorstehende Geburt redet. Sie genießt jeden Moment, wo deren spezielle Zeit in ihrem Leben. Ihre positive Ausstrahlung ist ansteckend. Die Tama hat offen über die Freude und Herausforderungen vor der Schwangerschaft gesprochen. Sie hat ihre Erfahrige mit Morgedülichkeit, Essensgelust und im Wunder ihres Babyspürens schöne geteilt. Ihre Ehrlichkeit und Nahbarkeit hei sie zu Ehre nur beliebtere Persönlichkeit, wie de Zuschauer gemacht. Sie schätze ihre Bereitschaft, sowohl die Höhen als auch die Tiefen vor ihrer Schwangerschaftsreise zu teilen. Der Weg vor der Tama Wackesan zu Ehre erfolgreiche Fernsehmoderatorin ist beeindruckend. Sie hat schon immer eine Leidenschaft für Medien und Kommunikation gehabt. Schon als kleines Meitli hat sie sich fürs Geschichte erzählen und den Kontakt mit dem Publikum interessiert. Die Leidenschaft hat sie dazu gebracht, ihre Karriere im Journalismus itz schlage. Ihr natürliches Talent und ihre Hingabe sie wo Anfang a deutlich wurde. Sie hat in ihrem Studium brilliert und schnell praktische Erfahrung gesammelt. Der Fleiß und die Bestimmtheit wurde Tama heisig ausbezahlt, wo sie ihre erste Job in der Medienbranche ergattere hat. Sie ist lernbegierig gsi und hat jede Chance, wo sich ihre bot, genutzt. Abschnitt 5. Frühe Karriere und Erfolg. Die Tama Wackesan hat ihre Karriere als Radiojournalistin angefangen. Schon früh hat sie die Faszination für die Welt vor den Medien entdeckt und hat entschieden, das zu ihrem Beruf zu machen. Sie hat ihre Fähigkeiten hinter Mikrofon perfektioniert und ihr starke Stimme sowie ihr Händchen für die Vermittlich von Nachricht auf ihr verständliche und spannende Art entwickelt. Mit ihrem Engagement und ihrer Leidenschaft hat sie schnell an Bekanntheit gewonnen. Ihre Arbeit im Radio hat Ehre ermöglicht, mit Zuhörern in Kontakt zu treten und Geschichte zu verbreiten, wo wichtig sie. Sie hätte es Talent gar, komplexe Themen einfach und verständlich zu erklären, was sie wie die Zuhörer sehr beliebt gemacht hätte. Ihr Talent und ihr Einsatz sie nicht unbemerkt bliebe. Sie hätte mehrere Preise und Anerkennige für ihre herausragende, journalistische Arbeit erhalte. Der Erfolg wurde Tama im Radio hätte ihre Zuhörmöglichkeiten im Fernsehen verhoffe. Sie hätte Chance packt und hätte sich schnell in die neue Rolle als TV-Journalistin eingelebt. Sie hätte reibungslose Übergang zum Bildschirm geschafft und ihr Charisma und ihre journalistische Integrität in ein neues Medium gebracht. Mit ihrer natürlichen Art hätte sie die Zuschauer sofort für sich gewonnen. Ihre Fähigkeit, mit den Zuschauer in Kontakt zu treten, hätte sie schnell zu ihrem Stern am Schweizer Fernsehhimmel gemacht. Sie hätte sich als eine der vertrauenswürdigsten und beliebtesten Journalistinnen im Land etabliert. Abschnitt 6. Die Verbindung zu ihrer Wurzel. Die Tama Wackesan ist stolz auf ihr tamilische Abstammung. Ihre Familie stammt aus Sri Lanka und sie hat sich schon immer dafür interessiert, mehr über ihre kulturelle Hintergrund zu erfahren. Die Tama pflegte Traditionen und Werthaltige vor ihre tamilische Wurzel. Sie betrachtet ihr Erb als integralen Bestandteil vor ihrer Persönlichkeit. Sie hat sich öffentlich dazu geäußert, wie wichtig es ist, die kulturelle Identität zu bewahren.
De Tama glaubt, dass es Verständnis für üsne Wurzle üs hilft, üs selber und de Welt um üs ume besser zu verstehe. Sie setzt sich stark für Vielfalt und Inklusion de zwei. De Tama nutzt ihre Plattform, um verschiedene Kulturen zu feiere und das Verständnis zwischen de Gemeinschaft zu fördere. Abschnitt 7. E traditionelle tamilische Hochzeit. E Hochzeit, wo de Kultur und de Bräuche, wo de Tamilen in ihre wunderschöne Zeremonie zusammenbringt. De Hochzeit, wo de Tama Wakesan isch e wunderschöne Führig, wo de Liebe und Kultur gsi. De Braut und de Brütigam, sie vo Familie und Freunde umgäh, wo de Freud und de Feierlichkeit mittene teile. Sie het ihre Partner in ihre traditionelle tamilische Zeremonie gerote. Die Zeremonie het mit viele farbige Elemente und symbolische Rituale stattgefunde, wo de bedeutig vo de Ehe und de Zähmehalt betone. De Anlass ische lebhafte und fröhliche Fest gsi, wo vo Musik, Tanz und feinem Esse geprägt gsi isch. De Gäste händ de Freud und de Gemeinschaft gespürt, während sie zähme getanzt und gelacht händ. Die Gäste sie mit eme Fürwerch für Sinn verwöhnt worde. De Fürwerch hätte Nacht erhellt und e magische Atmosphäre geschaffe, wo alli verzaubert het. De Zeremonie selber ische Augenweide gsi. De Dekoratione und de Rituale hände bedeutig und de Schönheit wurde tamilische Traditione wiedergespiegelt. De Tama hätt in eme farbige Sari mit raffiniertem Schmuck umwerfend usgseh. Sie hätte Blick vor allne Gäste auf sich zoge und ische wari Prinzessin gsi. De Rituale und Traditione sie mit Ehrfurcht und Freud vollzoge worde. Jedes Ritual hätte spezielle Bedeutung und hätte die Zähmehalt vor de Familie und Freunde betont. Es ische wirklich spezieller Tag fürs Paar und ihre Familie GSI. De Freud und Emotionen händ die Atmosphäre erfüllt und alli händ bedeutig vor dem Tag gespürt. Hochzeit ische Beweis für die Schönheit und der Reichtum vor der tamilische Kultur gsi. Die Vielfalt und Lebendigkeit wurde Traditionen hinter Zeremonie zu öpis ganz Besonderem gemacht. Abschnitt 8. Die Muetta-Rolle annehme. Die Tama Wakesan begegnet der Muetta-Rolle mit ihrer Mischung aus Vorfreude und Erwartung. Sie freut sich drauf, ihres Chinchennes-Lehre und dieses neue Kapitel in ihrem Leben itz schlage. Die Tama ist schon am Vorbereite auf die Kunft ihres Babys, macht's Nest zu Hause und liest sich über alles rund ums Eltern sie zwei. Sie hat offen über ihre Hoffnige und Träume für ihres Kind gesprochen. Die Tama möchte ihres Kind mit eme starke Identitätsgefühl und de Liebe zu ihrem Erb aufziehen. Sie glaubt at Bedeutung vorbildig und möchte ihrem Kind jede Möglichkeit biete, z'lehre und z'wachse. Abschnitt 9. Karriere und Familie an der Eihut bringe. Die Tama Wakesan ische erfolgreiche Karrierefrau, wo grad am Anfang vor der unglaubliche Reise in der Meta-Rolle steht. Sie ist entschlossen, die Balance zwischen ihrer Karriere und ihrem Familienleben zu finden. Die Tama weiß, dass es schwierig wird, aber sie ist der Aufgabe gewachsen. Sie hat über die Bedeutung von ihrem unterstützenden Netzwerk gesprochen. Dem Ma wurde Tama ist ihr Fels in der Brandung und sie weiß, dass sie sich auf ihn die Hilfe und Unterstützung verlaschern. Sie hätt aus Glück e enge Familien- und Freundekreis zah, wo ehre gern unter Dame griffe. Abschnitt 10. E Vorbild für junge Frauen. Die Tama Wakesan ische Inspiration für junge Frauen uf de ganze Welt. Sie hätt mit ihrem Engagement und ihrer Leidenschaft viele Herzen berührt. Sie ische erfolgreiche Berufstätige, e liebevolle Ehefrau und bald au e Muetta. Sie zeigt, dass es möglich isch, verschiedene Rolle zu balanciere und trotzdem glücklich zu sie. Die Tama zeigt, dass es möglich ist, alles zu, auch wenn's nicht immer perfekt ausgseht. Sie hat bewiesen, dass mehr mit Disziplin und Organisation viel erreichen kann. Auch wenn's nicht immer perfekt ausgseht, sie hat Hindernisse überwunden und ist immer positiv bliebe. Sie ist ihr Vorbild für junge Frauen, wo danach strebe, ihre Ziel zu erreichen. Ihre Geschichte inspiriert und motiviert. Ihre Geschichte ist ihr erinnerlich daran, dass mit Fleiß, Entschlossenheit und ihre positive Lebenseinstellung alles möglich ist. Sie hat bewiesen, dass mehr mit der richtigen Einstellung alles schon schaffe. Der Weg vor der Tama ist ihr Beweis für die Kraft vor der Ausdauer und die Bedeutung vor der Eigenständigkeit. Sie hat immer ihre eigene Weg verfolgt und ist nie vor ihrem Ziel abgewichen. Sie ist ein glänzendes Beispiel dafür, was erreicht werde kann, wenn sich Frauen gegenseitig unterstütze. Zähme schön mehr alles erreiche und die Tama ist der lebendige Beweis dafür. Abschnitt 11.
Mit Zuversicht in strahlen die Zukunft blicke. Wann sich die Tama Wakesandru vorbereitet, ihr erste Kind auf die Welt begrüße, hätt sie viel, worauf sie sich freue kann. Sie isch gespannt druf, dieses neue Abenteuer als gar und alt Freude und Herausforderige zu erlebe, womit im Eltern sie verbunde sie. Die Tama isch bereit, dieses nächste Kapitel in ihrem Leben mit offenen Arme zu empfangen. Ihre Fans und Zuschauer warte gespannt auf die Kunft ihres Babys. Sie wisse, dass die Tama e wunderbare Mutter wird. Sie verfügt über ihr natürliches Wärme und Empathie, wo ihre in deren neue Rolle zugute Türme werde. Die Zukunft sieht für die Tama Wakesan und ihre wachsende Familie rosig aus.